Peppermint unser Software-Update. Wir haben unsere Charakteristik geschärft. Wir haben sie nicht verändert, sondern sind uns grundlegend in unserer Philosophie treu geblieben. Seit Markteinführung haben wir eigentlich kontinuierlich an unserer Software weiterentwickelt. Bei uns waren zwei Hauptaufgabenfelder wichtig. Das eine war Motor Control. Auf der Ebene haben wir die Gesamtperformance von dem Antriebssystem bestimmt, wie effizient, wie ruhig, wie dynamisch läuft der Motor. Und der zweite Aufgabenbereich war das Fahrverhalten. Und das Fahrverhalten haben wir erst seit ungefähr einem halben Jahr richtig in Fokus genommen und weiterentwickelt. Und mit Black Pepper haben wir ein Update in der Motor-Performance und ein grandioses Update im Fahrverhalten miteinander verschmolzen. Das heißt, was spürt der Kunde? Erstens mal ein sehr, sehr kräftiges und dynamisches Fahrverhalten vom Motor. Und zweitens eine sehr, sehr gute, geschmeidige und noch natürlichere Unterstützung vom gesamten Antriebssystem. Beides zusammengenommen macht Black Pepper und ist die neue Generation Software, die auch unser Antriebssystem Evation eigentlich zu einem komplett neuen Produkt macht. Mein Name ist Pascal, ich bin Biomechaniker und bin bei Fazua für das Fahrverhalten verantwortlich. Es gibt mehrere Neuigkeiten. Einerseits eine neue Motorsoftware, das ist das, was spürbar ist, nämlich ein neues Fahrverhalten für das Evation-System. Des Weiteren haben wir ein Update für die Fazua Toolbox-Software. Die wird benötigt, um das Update auf das Drivepack aufzuspielen. Außerdem ist es in Zukunft möglich, auch das Fahrverhalten in der Toolbox-Software individuell anzupassen. Wir haben das Drittfrequenzspektrum optimiert. Wir haben außerdem spürbar mehr Leistung. Die Drehmomentspitze liegt nach wie vor bei 55 Newtonmeter. Die maximale Leistung bei 450 Watt elektrisch oder mechanisch, also spürbare Leistung bei 300 Watt. In unserer Grundeinstellung ist es so, dass wir 250 Watt als Leistungsspitze eingestellt haben. Im Customizer kann dann auf 300 Watt auch erhöht werden. Bisher hatten wir unser Leistungsmaximum bei ca. 60 Trittfrequenz. Ist man eine höhere Trittfrequenz gefahren, ist die Leistung abgesackt. Mit der neuen Motorsoftware haben wir das behoben. Das bedeutet, in jedem Modus kann die maximale Leistung von 55 bis 125 Trittfrequenz aufrechterhalten werden. Die maximale Leistung ist, wenn man 70 Trittfrequenz anschaut, gleich geblieben. Es liegt bei 100 Watt mechanisch im Breeze-Modus, bei 210 Watt im River-Modus und bei 250 Watt mechanisch im Rocket-Modus. Was sich natürlich ändert, ist, dass wir jetzt diese Leistung auch bei höheren Trittfrequenzen aufrechterhalten. Das heißt, zum Beispiel bei 90 Trittfrequenz ist die Leistung früher schon deutlich abgesackt. Jetzt wird aber eben die Leistung des Modus aufrechterhalten. Das heißt, zum Beispiel im Rocket-Modus habe ich nach wie vor 250 Watt mechanisch. Ein großer Unterschied ist, dass die Leistung jetzt über die komplette Batterieentladung aufrechterhalten werden kann. In der alten Software hatten wir einen Leistungsverlust während der Entladung der Batterie. Das Tolle ist jetzt, ich muss mich nicht mehr an den Motor anpassen, damit er seine maximale Leistung bringen kann, sondern der Motor passt sich an meinen Tritt an. Das heißt, es ist egal, welche Trittfrequenz ich fahre, ob ich mit 60 Kadenz den Berg hochfahre oder mit 100 Frequenz im Flachen mit dem Rennrad fahre, ich bekomme immer die volle Motorleistung. Das Ramp-Up ist die Motorunterstützung beim Anfahren, also die Beschleunigung. Dabei gibt es zwei neue Sachen. Einerseits die Zeit, bis der Motor angeht und andererseits die Charakteristik, wie der Motor beschleunigt. Neu ist, dass der Motor jetzt deutlich früher in den Tritt einsetzt. Bisher musste man ca. 150 Grad Kurbelbewegung abwarten, bis der Motor gestartet ist. Jetzt starten wir schon bei 50 Grad Kurbelbewegung. 50 Grad ist ein sehr direkter Start, ist aber nicht erschreckend früh, sodass der Motor unkontrolliert startet, wenn ich nur die Kurbel ein klein wenig bewege. Wir haben das Ramp-Up der Support-Modi überarbeitet und ihnen dadurch einen neuen Charakter gegeben. Das Ramp-Up im Breeze-Modus ist vergleichbar mit der alten Software. Es fühlt sich nach wie vor wie ein sanfter Rückenwind an. Wir haben es nur noch mehr verfeinert, es ist noch sanfter geworden und eigentlich fühlt es sich gar nicht an, als ob man überhaupt mit dem E-Bike fährt. Das Ramp-Up im River-Fahr-Modus ist etwas stärker geworden. Der Motor fügt sich so zurückhaltend und sanft in den eigenen Tritt ein, dass es sich aber trotzdem sehr natürlich anfühlt.
Das Ramp-Up im Rocket-Fahrmodus macht seinem Namen nun vollste Ehre. Die Beschleunigung ist deutlich stärker und explosiver. Das deutlich frühere Starten des Motors fühlt sich sehr angenehm an, weil man nicht so lange auf die Unterstützung warten muss. Zum Beispiel, wenn ich an der Ampel schnell losfahren möchte oder wenn ich am Berg anfahren möchte, bekomme ich deutlich früher Unterstützung des Motors. Die Support Relation beschreibt das Verhältnis von der Fahrerleistung zur Motorleistung. Das bedeutet, wie viel Leistung muss der Fahrer aufs Pedal geben, sodass er die maximale Motorleistung bekommt. Wir haben jedem Fahrmodus eine eigene und auch neue Charakteristik gegeben. Im Breeze-Modus erreicht man schon bei geringer Fahrerleistung die maximale Unterstützung von 100 Watt. Er ist aber kaum spürbar wahrzunehmen, weil der Motor sich so angenehm und so natürlich an den eigenen Tritt anpasst. Der River-Modus ist unser sportiver Fahrmodus. Er ist sehr progressiv angelegt. Das bedeutet, erst bei hoher Fahrerleistung bekomme ich die volle Unterstützung des Motors. Das bedeutet, wenn ich sehr locker pedaliere, habe ich nur leichte Unterstützung des Motors. Trete ich härter in die Pedale, zum Beispiel beim Beschleunigen oder am Anstieg, unterstützt mich der Motor mehr. Der Rocket-Modus ist mit 250 Watt erweiterbar bis 300 Watt Maximalleistung unser stärkster Modus. Er ist auch leicht progressiv angelegt, das heißt, man muss schon ein bisschen Fahrerleistung bringen, um die Maximalwerte zu erreichen. Das bedeutet, wenn der Fahrer mit weniger Fahrleistung die maximale Motorleistung benötigt, dann ist Rocket genau der richtige Fahrmodus. Die Reichweite in Kilometer ganz genau anzugeben, ist eher schwierig. Wir haben viele Faktoren, die die Reichweite beeinflussen, zum Beispiel die Leistung, mit der ich selber noch trete, wie viel Höhenmeter ich zurücklege, Wind, eigene Gewicht, der Rollwiderstand, der Untergrund, auf dem ich fahre. Was wir aber direkt vergleichen können, ist die Zeit, die der Motor in Vollauslastung läuft, bis unser 250 Wattstunden Akku leer gefahren ist. Um die Reichweiten von der alten zur neuen Software zu vergleichen, haben wir Labormessungen gemacht und den Motor in jedem Fahrmodus auf voller Unterstützungsstufe Batterien leer fahren lassen. Im Breeze-Modus läuft der Motor dann mit 100 Watt Dauerleistung ca. 2 Stunden, im River-Modus mit 210 Watt Dauerleistung ca. 50 Minuten und im Rocket-Modus bei 250 Watt Dauerleistung ca. 42 Minuten. Natürlich leistet der Motor nicht dauerhaft seine volle Leistung, gerade in den progressiven Fahrmodi. Zum Beispiel im River-Modus, wenn ich mit 200 Watt Fahrerleistung in die Pedale drehe, bekomme ich nur im Durchschnitt 125 Watt Motorleistung zurück und damit hält mein Akku 1 Stunde 35. Natürlich ist der Motor draußen über 25 km/h ausgeschalten und dadurch ergeben sich deutlich größere Reichweiten. Fahre ich zum Beispiel nur im River-Modus, kann ich mit dem Rennrad eine Tour mit 75 Kilometer und 1400 Höhenmeter zurücklegen. Mit dem Mountainbike auf Trails gehen ohne Problem 50 Kilometer mit 600 Höhenmeter. Möchte ich mehr Reichweite und eine gleichmäßigere Unterstützung, dann schalte ich in den Breeze-Mode. Möchte ich mehr Unterstützung, auf Kosten natürlich von der Reichweite, dann schalte ich in den starken Rocket-Modus. So, das waren alle Fakten und Daten zu unserem neuen Motor-Update. Wir können alles erklären, wir können alles erzählen. Spüren müsst ihr das selber. Also, runterladen, updaten und fahren gehen. Und das mache ich jetzt auch.